Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ein durchaus sperriger Name, Beteiligtentransparenzregistergesetz. Die drei Regierungsfraktionen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, beim Landtag ein Transparenzregister einzurichten, um offenzulegen, welche Organisationen und welche Einzelpersonen an parlamentarischen Vorgängen beteiligt sind. Was jetzt unter einem zugegebenermaßen, ich sagte es ja schon, etwas sperrigen Namen vorliegt, erfüllt diesen Anspruch in besonderer Weise. Politikerinnen und Politiker aller Ebenen sind oftmals auf externen Sachverstand angewiesen, um auf den verschiedensten Gebieten kompetente Entscheidungen treffen zu können. Sie greifen hierfür auf Expertenkommissionen, auf Forschungsinstitute und auf Expertise aus Verbänden und Vereinen sowie auf professionelle Beraterinnen und Berater zurück. Das ist unser Alltag sozusagen. Objektive Beratung und interessensgeleitete Einflussnahme markieren dabei die theoretischen Gegenpole. Faktisch jedoch sind die Grenzen zwischen objektiver Beratung und dezidierter Interessenvertretung jedoch fließend. In der öffentlichen Wahrnehmung des sogenannten Lobbyismus wird dieser häufig mit negativen Erscheinungen wie Manipulation und Korruption in Verbindung gebracht. Dabei wird allerdings außer Acht gelassen, dass interessensgeleitete Einflussnahme auf die politischen Akteurinnen und Akteure an sich selbstverständlicher und auch legitimer Bestandteil des demokratischen Prozesses ist, die eine ausgewogene Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten überhaupt erst ermöglicht. Eine Kernforderung an Beteiligung im demokratischen System hierbei ist die Transparenz, und darauf kommt es uns an, von politischen Entscheidungsfindungen für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie auch nachvollziehen können, warum und wie beispielsweise welche Expertise in Gesetzesvorhaben Eingang finden. Thüringen wird diese Forderung, wie sie etwa von Lobby Control und Transparency schon lange erhoben wird, nun konsequent umsetzen. Wir sehen eine Registrierung von Amtswegen vor mit unserem Gesetzesvorschlag, wenn sich eine natürliche oder juristische Person mit Stellungnahmen an einem bestimmten parlamentarischen Verfahren beteiligt. Das heißt, es wird nicht eine Art, ich nenne es mal Kontaktsperre von nicht registrierten Personen zu Abgeordneten geben. Die Ausübung des freien Mandats wird nicht eingeschränkt, und die Mitglieder des Landtages sind nach wie vor frei darin zu entscheiden, mit wem sie sich austauschen wollen. Nur bei ganz konkreten Vorhaben, insbesondere Gesetzgebungsverfahren, greift die Registrierung ein, sobald die Beteiligten aktiv werden. Durch die Herstellung größtmöglicher Transparenz wird jeglicher böse Schein von vornherein vermieden. Das Beteiligtentransparenzregister wird benutzerfreundlich ausgestaltet. Grundsätzlich soll, so unser Vorschlag, die Einsichtnahme in das Register online erfolgen. Das Landtagspräsidium wird hierzu ein Umsetzungskonzept erarbeiten und dem zuständigen Fachausschuss zur Kenntnis geben. Verstöße gegen die Registrierungspflicht müssen effektive Sanktionen nach sich ziehen, und unser Gesetzentwurf unterscheidet zwischen der Schwere und der Art der Regelverletzung. Nach vorheriger Androhung entscheidet das Landtagspräsidium über ein Ordnungsgeld zwischen 100 und 10.000 Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden drei Ziele erreicht. Erstens, die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu wissen, unter welchen Umständen politische Entscheidungen getroffen werden. Das setzt natürlich einen Zugang zu Informationen darüber voraus, welche Akteure und welche Interessen Einfluss genommen haben. Zweitens, umfassende Transparenz ist die Voraussetzung, um im öffentlichen Interesse gleiche Regeln für alle Interessenträger zu schaffen. Und drittens, ein Beteiligtenregister hilft weiterhin, irreführende Lobbystrategien aufzudecken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf schafft einen sogenannten legislativen Fußabdruck, der sichtbar machen kann, wenn in einzelnen Feldern Partikularinteressen überwiegen und so einen präventiven Schutzmechanismus gegen einseitige Entscheidungen bildet. Ich freue mich auf die Debatte und hoffe dann natürlich auch auf eine Verweisung in den Justizausschuss. Vielen herzlichen Dank.